Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zur ersten Ausgabe der neuen Talkshow Königsbissen auf Tide TV. Eine Stunde. Ein Gast. Ein gutes Gespräch. Bitte begrüßen Sie mit mir Ihren Moderator für diesen Abend, Lars Oliver Lücke. Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herzlich willkommen zur bereits zweiten Ausgabe von Königsbissen. Herzlich willkommen hier im Studio in Hamburg. Servus nach Österreich und natürlich auch Grüezi in die Schweiz, wollen wir an der Stelle nicht vergessen. Und liebe Dresdner, ihr solltet statt auf der Straße herumzumarschieren, vielleicht lieber nach Hause gehen und Boote bauen. Denn die nächste Flut kommt bestimmt. Und da wird keiner kommen, um euch zu retten. Denn unser Boot ist dann bereits voll. Und liebe FDP, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal im deutschen Fernsehen sage. Bitte, bitte kommt zurück. Bitte macht, dass die AfD nur noch eine schale Erinnerung ist. Und ich finde, ihr seid auf einem guten Weg mit eurem neuen Spitzenmann hier in Hamburg in Frauenkleidern. Dieses neue Logo in dieser pinken schönen Farbe, das geht voran, das ist progressiv. Und man sieht ja auch schon die ersten Erfolge, liebe FDP, bei euch. Früher hattet ihr diese Umfragewerte, die waren in der Höhe dessen, wie viele Muslime es in Sachsen gibt. Aber ich habe gestern erfahren, ihr seid schon wieder bei 3%. FDP, rock on, das ist gut, das geht weiter. Aber heute soll es um was anderes gehen. Es geht darum, natürlich um die entscheidende Frage, meine Damen und Herren. Wer ist heute unser Prominenter im Sack? Und ich gebe die ersten Hinweise. Für mich war er immer sowas wie der Barack Obama von Hamburg. Ein Hanseat durch und durch, aber er raucht keine Mentholzigaretten. Ich weiß nicht, ob er überhaupt raucht, vielleicht eine Sportzigarette, das werden wir heute Abend vielleicht rausfinden. Ich glaube, die ersten, wenn ich so in die Gesichter gucke, haben schon die Idee, wer es sein könnte. Letzter Tipp und dann wird es, glaube ich, sofort klar. Er lebt nicht in Brasilien, mag aber gerne den Strand. Ich glaube, jetzt ist es eindeutig und ich freue mich ganz besonders, weil es eine ganz besondere Ehre für mich ist, meinen ehemaligen ersten Bürgermeister der Hansestadt Hamburg heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Ole von Beust. Freue mich sehr. Freue mich sehr. Bitte schön. Vielen Dank. Schön, dass Sie da sind. Ja. Geht's Ihnen gut? Danke, ja. Und selbst? Auch gut. Gut. Sind Sie gut ins neue Jahr gekommen? Auch das, ja, danke. Haben Sie hier gefeiert oder waren Sie? In Berlin habe ich gefeiert. Ach, schön. Ich habe eine Wohnung auch in Berlin, schön, weil ich da beruflich auch viel zu tun habe, ja, und habe in Berlin gefeiert. Und man konnte wunderbar das Feuerwerk sehen, war ein toller Anblick. War das Wetter besser als hier in Hamburg? Nee, war genauso beschissen. Okay. Wie seit Tagen und Wochen, ne? Schwierig. Wie lange schon, ja. Ja, ewig, ja, ne? Möchten Sie gerne was trinken? Vielleicht sollten wir damit noch weiter starten. Wasser wäre ganz nett, ja, aber ist nicht zwingend. Also, ja, wenn Sie keins haben, was, ist okay. Wir haben ja unsere liebe, berühmte, bekannte Assistentin Jessica da. Jessica, wenn du magst, bring uns doch kurz was zu trinken. Kleiner Applaus für Jessica. Keiner bringt so schön das Wasser. Keiner kann das Wasser reichen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Mit Kohlensäure, so war es, glaube ich, ne? Ja. Ah, wunderbar, vielen Dank. Sie hatten ja vorher gefragt, ja, ich, oder, ja, ein höflicher Gastgeber. Ich warte immer noch auf einen Gast, der mit mir mal Wein trinkt, was auch erlaubt wäre. Aber nein, bisher war Wasser und Kaffee war so das höchste. Die meisten fahren Auto wahrscheinlich. Ja, genau, das kommt doch nächstes. Genau. Wir wollen ja heute so ein bisschen hinter den Bürgermeister, den Politiker, Ole von Beust, auch schauen. Mhm. Und ich würde gerne, wenn Sie mögen, einsteigen, im Grunde mit so ein bisschen mit ihrer Kindheit. Hm. Wie sie groß geworden sind, wo sie groß geworden sind. Im Einspieler war es kurz zu sehen. Sie haben ja ursprünglich auch einen anderen Namen, Karl Friedrich Arp, ein ganz anderer Name als der jetzige. Vielleicht mögen Sie so ein bisschen erzählen, wie und wo Sie groß geworden sind. Ja, klar, gerne. Also ich bin in Hamburg geboren und groß geworden. Allerdings, bei Hamburg denkt jeder an etwas Urbanes und Stadt, aber ich bin groß geworden mitten im Naturschutzgebiet Duvenstedter Brook, also ganz im Nordosten. Mhm. Da waren damals 5, 6 Häuser und dann war im Grunde 3 Kilometer lang Moor und Wald und mehr Hirsch und Hasen als Menschen, erheblich mehr. Und zur Schule musste ich meist mit dem Rad fahren, also 4 Kilometer hin, 4 Kilometer zurück, Gymnasium nachher 12. Es war schon so ein bisschen am Ende der Welt, obwohl es zu Hamburg gehörte. Und bin in der Volksdorf zur Schule gegangen, habe da Abitur gemacht, aber aufgewachsen oder
mehr oder weniger groß geworden, bin ich im Naturschutzgebiet, ja. Schön, also ich hatte irgendwo gelesen, Sie hatten geschrieben, fast so ein bisschen eigenbrötlerisch soll es dort sein. Naja, da waren ja kaum Leute, also da wohnten, weiß ich, 4, 5 Familien. Mit dem Nachbar, da war ein Nachbarsjunge, mit dem ich dann immer gespielt habe, als ich klein war, aber der war älter als ich, kam dann zur Schule, dann war ich auch viel alleine und bin dann auf den Bäumen rumgekraxelt und habe rumgebuddelt und Höhlen gebaut oder sowas. Aber war schon so ein bisschen eigenbrötlerisch, ja. Aber eine behütete, schöne Kindheit? Doch, absolut. Klingt also, so, ne? Ja. Man weiß nicht, also rückblickend betrachtet, ja, aber die Erinnerung verklärt natürlich viel, ich weiß gar nicht, aber ich glaube schon, dass sie schön gewesen ist. Aber sie war eben extrem naturverbunden, ja. Also wirklich mit allem, was dazugehört, mit Karnickeln und Hasen und Hirschen und hin und wieder Wildschwein und allem drum und dran. Gab es Geschwister? Gab's auch. Also neben den Karnickeln gab es auch Geschwister. Ja, zwei Brüder, aber beide erheblich älter. Der eine 14 Jahre älter, den habe ich kaum noch erlebt oder erinnere ich kaum noch. Okay. Zumindest aus der Zeit nicht. Ja. Und der andere Bruder 9 Jahre älter, das war schon, gut, 9 Jahre ist auch eine ganze Menge, aber ja, der war schon am Anfang zumindest präsent, nachher natürlich auch nicht mehr. Und war es immer schon ein politischer Haushalt? Ist da die erste Prägung hinsichtlich Politik passiert? Kann man das so sagen? Ja, schon. Also aus verschiedenen Gründen. Mein Vater selber war Kommunalpolitiker. Mhm. Der war Bezirksbürgermeister in Wandsbek. Mhm. Sehr lange, also von 1955 bis 1980. Darum war Kommunalpolitik immer oder Politik ein großes Thema. Auch CDU? War auch CDU, war mit einer der Begründer damals der CDU und Jungen Union gewesen, 1949 oder 48. Mhm. Und dann war das Elternhaus sehr politisch, weil auf der einen Seite mein Vater aus einem relativ konservativen, er zwar liberal, aber konservativen Elternhaus kam. Und meine Mutter, mein Großvater mütterlicherseits ist Jude gewesen. Glücklicherweise, muss man sagen, vor dem Dritten Reich gestorben, an krankheitsbedingt gestorben. Aber meine Eltern durften nicht heiraten, weil das eben keine rassisch einwandfreien Ehen war. Mein erster Bruderjahrgang 41 war nicht ehelich. Viele Verwandte meiner Mutter sind ermordet worden. Ich war gestern gerade in Lübten, das ist in Mecklenburg, der Geburtsort meiner Mutter, wo sie auch aufgewachsen ist. Habe da einen Vortrag gehalten und da habe ich mal Stolpersteine verlegt, weil mein Großvater zwar relativ früh verstorben ist, aber Geschwister von ihnen in Theresienstadt umgebracht worden sind oder Suizid gemacht haben. Und, aber daher war eben diese Konfrontation, konservatives Elternhaus vom Vater und dann meine Mutter aus einer jüdischen Familie. Das alles in der Nazi-Zeit, das war ein Thema, was ja weit in die, eigentlich bis zum Tod meiner Eltern besprochen wurde und diskutiert wurde. Und dadurch war es immer auch sozusagen Politik immer ein Thema, diese Differenzen waren natürlich immer ein Thema. Ja, absolut. Also eine frühe Prägung. Sind Ihre Brüder denn auch in die Politik gegangen? Nee, gar nicht. Der eine ist Arzt, der andere ist nachher Berufssoldat geworden, interessieren sich zwar auch ein bisschen für Politik, aber nicht so sehr wie ich. Aber das klingt ja nach einer sehr schönen Kindheit. Wir hatten letztens als Gast ja Carlo von Tiedemann. Hab ich gelesen, haben Sie gelesen, genau. Ja, auch sozusagen den Adelstitel interessanterweise. Mhm. Ist ja ein bisschen älter als Sie. Ja. Und der hat ja voll den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt. Tatsächlich, ja. Aber eben auch nicht in dieser Härte, sondern war auf einem Gut hier auch in Schleswig-Holstein, wo es auch sehr behütet war. Aber so, dass es bei Ihnen auch so ein typisches Adelsgut war, dass er es nicht, hat damit nichts zu tun. Nee, bei mir überhaupt nicht. Gar nicht, der Name von Beuys. Nein, also die Familie kommt ursprünglich aus Thüringen. Okay. Aber das ist die Familiengeschichte, also schon, da ist schon lange nichts mehr da. Mhm. Und das Haus war, also das war ganz witzig, dieses Haus war ein Norwegerhaus, in dem ich groß geworden bin, also Holzhaus. Das ist irgendwie mal irgendwie nach Hamburg verbracht worden mal und da in diesem Naturschutzgebiet reingesetzt worden. Mhm. Und das waren massive Holzbalken. Also ich habe, bis ich zu Hause auszog mit 1920 nicht gewusst, was ein Dübel ist. Denn wenn man ein Bild aufhängen wollte, haut man Nagel in die Hand, das war Holz und hing da dran. Nicht? Und das waren massive Holzbalken, auf dem Dach war Gras, das wuchs immer, musste ab und zu gemäht werden. Das war schon ganz witzig, aber es war überhaupt kein Schloss oder nichts Hochherrschaftliches. Ein Klo für 5 Leute. Also ganz eher bescheiden sogar an der Stelle. Ja, gut, war die Zeit wohl auch so gewesen. Ja. Aber in jedem Fall behütet. Holz ist Volksdorf in der ganzen Bereich, der hat ja unglaublich begehrte Wohngegend, ist ja Hamburg richtig rangewachsen über die Zeit. Ja. So sagen, also wenn man das vergleicht mit damals, die Wiesen, die es damals gab oder auf dem man rumgetobt hat, dann ist bebaut. Ist doch gut, Leute wollen ja auch immer in Hamburg wohnen, ist doch vernünftig. Sie haben dann mal gesagt, zu Ihrer Amtszeit war Ihr Bekanntheitsgrad bei mindestens 98%. Ja. Frage, ich habe so die Idee, wie viel es heute sein könnte, wahrscheinlich fast noch ähnlich, aber wir haben ja immer unsere berühmten Vorstellungsvideos, wo wir kurz unseren Gast noch mal vorstellen. Ja. Das würde ich gerne mit Ihnen mir gemeinsam kurz anschauen. Ja, gern. Ole von Beust, eigentlich Karl Friedrich Arp, ist das, was man einen Hamburger Jungen nennt. Ein Hanseat durch und durch, wie es sie eigentlich nur noch ganz, ganz selten gibt. Er sah früher mal sehr gut aus,
und sieht heute auch noch sehr, sehr gut aus. Er hat fast 9 Jahre in diesem Haus gewohnt und dabei viele spannende Sachen erlebt. Er hat ein noch größeres Haus gebaut, was dann sehr, sehr teuer wurde und wahrscheinlich im Jahre 2020 immer noch nicht fertig sein wird. Er hat Sachen verkauft, die man vielleicht besser nicht verkauft hätte. Er musste sich mit Dingen rumärgern, für die Google als Ergebnis für lizenzfreie Bilder dieses rauswirft. Als Mutti ihn dann zu diesem machte und nicht länger mitspielen ließ, machte er es wie dieser und zog aus dem großen Haus auf die kleine Insel. Seit einiger Zeit wohnt er jetzt in dem großen Haus und so mancher fragt sich, ob es nicht besser wäre, wenn Alster, Michel und Ole wieder von der Insel zurückkommen würden. Heute Abend ist er erstmal bei uns. Bitte begrüßen Sie nochmal ganz herzlich unseren Gast, Ole von Beust. Ja, so sind Sie, unsere berühmten Vorstellungsvideos, so sind Sie. Sie haben es gesehen, in jungen Jahren schon in die Junge Union eingetreten, also ganz früh dann politisch aktiv. Kann man das so sagen, dass Sie die klassische Ochsentour dann gemacht haben? Kann man so sagen? Also ich weiß genau, wie heute mein erstes Amt war. Ersatzdelegierter der Junge Union Volksdorf. Da gab es auf 10 Mitglieder immer einen Delegierten für diese Landesdelegiertenversammlung. Okay. Und wenn jemand krank war oder nicht konnte oder wie auch immer, wurden immer Ersatzdelegierte gewählt, die da eingesprungen sind. Mhm. Und das war mein erstes Amt. Ich habe im Grunde wirklich diese Ochsentour auch durchgemacht mit Plakate kleben und Flugblätter verteilen und so Stück für Stück. Wobei das rückblickend immer planmäßiger aussieht, als es tatsächlich war. Es sind auch viele Zufälle und manchmal glückliche Momente am richtigen Ort, zufällig gerade zu sein, wo was entschieden wird. Mhm. Natürlich auch Einsatz und so weiter, aber es mischt sich. Aber in der Tat Ochsentour. Und immer mit einem klaren Ziel? Also war das Ziel zu sagen, ich möchte irgendwann mal Bürgermeister der Stadt Hamburg werden? Das nicht. Nee, das Ziel hat sich nachher konkretisiert, als ich relativ lange im Parlament war. Und für mich die Frage war, setze ich meinen ganzen Ehrgeiz oder mein Fleiß in die Politik oder mein Beruf? Ich bin Rechtsanwalt und Politik ist ja zeitraubend. In Hamburg läuft das ja neben dem Beruf daher, was eigentlich ganz gut ist, damit die Leute, die im Parlament sitzen, nicht von der Politik abhängig sind, sondern alle noch einen natürlichen, normalen Beruf haben. Ja. Aber irgendwann stellte sich mir die Frage, mache ich es also als Fulltime-Job, entweder Politik oder Beruf, weil der Beruf dann auch okkupierender wurde. Und da hatte die CDU ein sauschlechtes Wahlergebnis. 1993 war das gewesen, nach dem Verfassungsgerichtsurteil, alles lange Geschichte. Und da habe ich mich selber gefragt, will ich Fraktionsvorsitzender werden, das war ein Fulltime-Job, oder will ich mich ganz auf den Beruf konzentrieren? Und da habe ich mich für den Fraktionsvorsitz entschieden. In dem Moment, wo man das macht, muss man auch sagen, ich bin Fraktionsvorsitzender, nicht Lapolar, sondern will daraus irgendwas machen. Und da hatte ich schon das Ziel gehabt, dann auch Bürgermeister zu werden. Aber das war 1993. Aber immer für die Partei, das war immer klar von Anfang an, dass wenn nun die CDU sein könnte. Das war in Hamburg ein besonders schwerer Stand. Ich habe viele auf Zweifel auch in der CDU gehabt. Generell, aber wenn man dann mit der eigenen Partei überkreuzt ist, sollte man aufhören und nicht in eine andere gehen. Das hat ein bisschen Beigeschmack, finde ich. Das ist auch nicht so lustig. Ich habe mich gefragt, bevor Sie zu mir gekommen sind, schauen Sie amerikanische Serien? Haben Sie dann Fernsehen? Ganz wenig. Meinen Sie jetzt House of Cards natürlich. Das habe ich gesehen. Habe ich sogar über Apple TV runtergeladen, weil ich das so klasse fand. Ja. Wahnsinn, ne? Toll. Also toll gespielt nebenbei auch. Tolles Spiel, Kevin Spacey, sensationell, muss man wirklich sagen. Es hat ja, ich musste da dabei, als ich das erste Mal das sah, auch an der große Bellheim denken. Das war ja, wenn man so will, auch schon mal so die erste politische Serie, Dieter Wedel. Zum Teil auch in Hamburg gespielt. Ja, im Rathaus. Genau. Das war ja auch eine durchaus eine Zeit. Ich fand es auch eine faszinierende Serie, aber ich habe mich gefragt, ist so, wie das dort dargestellt wird in House of Cards, sozusagen so ruchlos, ist so die Politik? Es ist überspitzt, aber ich fürchte, so ist das Leben. Okay. Politik ist ein sehr transparenter Aufschnitt, der in der Öffentlichkeit stattfindet. Mhm. Wenn ich jetzt sehe, ich habe jetzt eine kleine Beratungsfirma in Hamburg und Berlin, auch Kontakt zu vielen Unternehmen. Mhm. Und was ich sehe, was teilweise auch in Unternehmen, in Vorständen untereinander für Intrigen, für Machtkämpfe sind. Oder von mir aus auch in Medienhäusern, bis hin zum Fernsehen vermutlich. Ich glaube, wenn viele Menschen zusammenkommen, prallen die Charaktere aufeinander. Und da gibt es miese und gute, wie das Leben so ist. Und dann knallt es irgendwie. Also Politik ist ein Ausschnitt, der transparent ist und daran immer so, sagen wir, auf ein Tablett getragen wird. Mhm. Aber ist natürlich überspitzt da. Mhm. Aber ganz daneben ist es nicht, nein. Da wird ja zum Teil, ich weiß nicht, ob Sie schon die zweite Staffel zu Ende geschaut haben, ich will nicht so viel verraten. Da wird ja zum Teil auch, haben Sie bei dir wirklich über Leichen gegangen? Ja. Na gut, das ist natürlich in der Politik. Ist überspitzt natürlich. Zum Teil. Ja. Als Sie dann der Bürgermeister wurden, als überhaupt erster CDU-Bürgermeister,
was war das für ein Gefühl? War das ein unglaublicher Triumph erstmal, als das dann passierte, nach diesen langen Jahren durch die sozusagen Institutionen durch? Vielleicht klingt das blöde. Also ich bin jemand, der vom Naturell her immer eine gewisse Distanz auch zu sich selbst hat. Also okay. ich kann mich auch schon freuen, also nicht wie bei Loriot, so, ich lache gern, wenn es passt, so mache ich das nicht. Ja. Also ich kann mich schon freuen, euphorisch sein, aber zu dem, was ich tue, habe ich immer großes Engagement, aber auch eine ziemlich große Distanz. Okay. Und stelle mich mal so ein bisschen neben mich. Und ich weiß noch, in dem Moment, wo ich meinen ersten Eid geleistet habe, im Parlament, da sackt mir fast die Knie weg. Ich dachte, mein Gott, ich kann jetzt hier nicht zusammenbrechen, wäre ja furchtbar. Da heißt es sofort, also bricht schon am ersten Tag ein. Aber das war schon ein bewegender Moment. Aber danach stand ich eher so ein bisschen neben mir. Und das Problem ist eher, ich komme ja nicht aus der öffentlichen Verwaltung. Und Sie sind mit der Wahl zum Bürgermeister plötzlich Dienstherr von, was weiß ich, 100.000 Leuten im öffentlichen Dienst. Und haben eine Riesenverantwortung. Und ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, wie das funktioniert. Ich saß am ersten Tag mal im Amtszimmer im Rathaus, saß da, dachte so, jetzt bin ich Bürgermeister. Was mache ich eigentlich jetzt? Das ist wirklich so. Ja, es ist wirklich kein Spruch. Ich war vorher Abgeordneter, Oppositionsführer, also, aber habe ja nie eine Verwaltungseinheit geleitet. Okay. Nun gibt es einen guten öffentlichen Dienst, einen guten Apparat, die Senatsverwaltung, die ziehen dir dann langsam diese Korsettstange ein und sagen, dann ist eine Senatssitzung, derjenige macht die Tagesordnung, da kommt das drauf und das, ihre Rolle ist so und so. Aber sie werden da schon so ein bisschen reingeleitet. Also das der Kurs, wie bin ich Bürgermeister, gibt es aber. Der kleine Bürgermeister. Der kleine Bürgermeisterkurs wird nicht angeboten. Ja, wir bauen einen Bürgermeister. Wahnsinn, das kann man sich gar nicht so vorstellen. Das ist aber tatsächlich so, ja. Und dann findet man sich so rein. Dann gibt es die erste Runde der Amtsleiter, also diejenigen der Senatskanzlei, die ihnen zuarbeiten und die sagen, die und die Themen sind es. Und dann gibt es einen Chef der Senatskanzlei, der sich auch schon reinfuchst. Und dann ergibt sich es relativ schnell. Aber ich weiß noch, am ersten Tag saß ich da, hatte noch gar keine Möbel, sondern da waren die Restbestände von Ortwin Runde, mein Vorgänger noch da. Ja. Einige hat er schon ausgetragen. Und dann sitzt man da im Büro und denkt, naja gut, jetzt sitze ich hier und nu. Das gibt sich schnell, aber das erste Gefühl war weniger Euphorie als dieses Sitzen da und mal gucken. Jetzt war der Sieg ja teuer erkauft. Da sind Sie ja Kompromisse eingegangen, das muss man so sagen. Ich habe im Vorfeld... Jetzt chillt man Sie jetzt, oder? Ja. Ja. Also als Mensch, wie man sie von außen hat wahrnehmen können und ich so als Bürger sie habe wahrnehmen können, natürlich jetzt auch in meiner Vorbereitung auf die Sendung habe wahrnehmen können, da habe ich mir gedacht, jemand wie Sie, so ein, ich nenne das, nennen Sie mal so bewusst so einen distinguierten Hanseaten, wie ich es auch in meiner Anmoderation gesagt habe, der muss doch von Anfang an mit diesem Menschen in irgendeiner Form ein Problem gehabt haben. Und sagte, will ich mit dem jeden Tag jetzt hier Regierungsgeschäfte machen? Gab es diese Idee nicht? Einmal zum einen, vielleicht bin ich weniger Hanseat, als ich vielleicht aussehe oder wirke. Okay. Also, Hanseat stellt man sich so den, was weiß ich, den Reeder der 15. Generation der Elbchaussee vor. Und mein Vater kommt aus Lübeck, meine Mutter aus Mecklenburg, mein Vater war Beamter, meine Mutter habe ich erzählt. Also vielleicht wirke ich so. Das ist so ein bisschen so ein Attribut, ne? Genau. Ist ein bisschen Klischee, aber habe auch keine dunkelblaue Jacke mit Ankerknöpfen. Ja, heute nicht. Generell nicht. Nochmal zurück mit Chill. Ja. Also es hat verschiedene Facetten. Das eine ist, ich kann mich jetzt inhaltlich, gibt es nichts, wo ich mich einer Sache schäme, die ich mit seinen in der Regierung gemacht habe. Okay. Das heißt, die tatsächliche Politik ist aus meiner Sicht vernünftig gelaufen. Das zweite ist, trotzdem war er ein gnadenloser Populist, nebenbei ein charmanter wiederum. Also vermutlich hätten sie auch Spaß gehabt, mit dem Bier zu trinken, weil er unglaublich lustig sein konnte. Also er war alles andere als irgendwie spießig oder kleinkariert oder war mit Sicherheit auch kein Kanalzieher, Rechtsradikaler. Er war gnadenloser Populist, liebte die Provokation. Das wusste ich, aber dass er irgendwie mal durchknallt, das habe ich nicht erwartet. Und darum dachte ich, im Laufe der Zeit schleift sich das irgendwie ein. Also wie sagt man, das glaubt sich Ernst zurecht. Ich kannte ihn auch vorher nebenbei. Ich war in einer Anwaltskanzlei, wo er mit in der Bürogemeinschaft ein paar Monate war. Und da war ein angenehmer, lustiger Geselle. Also es wäre jetzt einfach, den Stab so über ihn zu brechen. So einfach ist es nicht. Und man muss auch eins sehen, wir haben ja mit Schill gemeinsam, wird immer vergessen, Dinge gemacht, wo man sagen kann, die sind eigentlich mit Rechtspopulisten, passt das nicht. Also wir haben neue Drogenhilfsprogramme gemacht, haben die Fixerstuben vergrößert, haben Heroinfreigabe an Schwerstabhängige gemacht, haben als auf Bauwagenplätzen Probleme waren, neue Bauwagenplätze gesucht für Bauwagenbewohner. Es war nicht schmallippiges, rechtsradikales Law and Order. Das ist zu einfach. Trotzdem war ein gnadenloser Populist, der Rechtsstimmen eingefangen hat. Das stimmt wiederum. Gab es Parteifreunde, die gesagt haben, Herr von Beuys, das geht schief, das wird schwierig. Ja. Schon, oder? Ja, vor allem die ersten, als ich vor der Wahl glücklicherweise gesagt habe, ich könnte mir eine Koalition mit Schill vorstellen. Ja. Da gab es die einige, die sagten, kommt überhaupt nicht in Frage. Mit so einem Rechtspopulisten, das passt einfach inhaltlich nicht und passt auch nicht zu dir. Und andere haben strategisch argumentiert und gesagt, wenn du vor der Wahl sagst, man kann mit dem koalieren, dann schnappt er unsere Stimmen weg, weil die Leute wissen, na gut, wenn wir den wählen, dann geht der nachher auch mit der CDU. Also brauchen sie nicht CDU zu wählen. Also es gab strategische und inhaltliche Vorbehalte. Ist eigentlich
für mich war das auch eine Machtoption. Also okay. Ich wollte auch Bürgermeister werden. Also muss man es klar sagen, das würden Sie heute auch so sagen. Das war eine ganz klare Machtoption. Ich wollte Bürgermeister werden und wollte auch mit dazu die EU regieren, weil Hamburg 44 Jahre lang von der SPD dominiert war. Ja. Und glaube, Wechsel war gut, aber wollte es auch selber. Es war auch eigentlich ein Ehrgeiz, gar keine Frage. Finde ich sehr offen, dass man das jetzt so anspricht. Jetzt bin ich noch nicht da, um zu fragen, ob der Preis zu hoch war, weil da möchte ich das dann wirklich am Ende dieses Thema der Schill fragen. So, dann geht so eine Regierungskoalition los, wird natürlich kritisch beäugt, natürlich ohne jeden Zweifel, muss die auch, ist ja auch richtig so. Mit dem massiven Populisten, der keine Kamera ausgelassen hat. Ja. Und da, ich kann mich nicht dagegen erwehren, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn ich Schill gesehen habe, so eine gewisse Schmierigkeit. So, das ist mein Gefühl. Vielleicht ist das falsch, aber das war so das, was ich immer so empfunden habe, wenn ich ihn so gesehen habe. So eine gewisse Schmierigkeit war immer da. Das war nie, mit ihm, oder? Mit ihm, ja. Er war ein bisschen gepresst in der Art. Nie seriös. Es wirkte nie seriös und souverän und vertrauenswürdig. Ich habe mich mal gefragt, wieso ein Mensch auch... Auf der anderen Seite hat er 20% der Stimmen aus dem Stand gekriegt. Ja, das muss ich, also, aber... Also wenn man sich so andere Dinge war vorher Richter, also ist ja nicht so, dass so unbedingt Trottelrichter werden, sondern eine gewisse Qualifikation. Gewissen Abschluss. Ich glaube schon, er hatte zwei Gesichter. Also auf der einen Seite war es wirklich ein angenehmer Zeitgenosse, der auch sehr rational argumentieren konnte, auch rational Argumenten zugänglich war. Und dann gab es Themen, die er sich verbohrte und dann klammerte er sich fest und dann war er ausgesprochen schwierig. Und wobei ich auch sagen muss, ich habe manche Nuancen noch vergessen, das ist lange her. Das war 2001, also ist da 14 Jahre her. Das ist aber trotzdem natürlich heute Politikgeschichte, so muss man das glaube ich sagen, gehört einfach dazu. Und dann gab es Vorzeichen, dass sie gedacht hätten, das wird noch mal schwieriger, der würde jemals diesen Schritt machen, zu dem er gleich kommen, der er dann gemacht hat. Haben Sie das? Nein, es gab ein Vorzeichen, es gab mal eine Bundestagsdebatte, ich weiß gar nicht mehr, wie das Thema war, wo er als Hamburger Innensenator im Bundestag geredet hatte. Und dann fing er an, sich irgendwie in eine Rolle reinzusteigern. Und da war seine Redezeit abgelaufen. Und da hat die Präsidentin gesagt, was weiß ich, Herr Senator, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Und dann rastet er aus, lass mir nicht das Wort verbieten. Und gab es einen Wortwechsel. Und dann haben sie ihm das Mikrofon ausgeschaltet. Er hat einfach weitergeredet. Das war skurril. Also, das war wie im schlechten Kinostart. Ich dachte, Gott, das ist peinlich. Und hoffte noch irgendwie, vielleicht hat es ja keiner gesehen, aber das haben doch alle gesehen. Ja. Und da habe ich hinterher mit ihm unter vier Augen gesprochen und gesagt, pass auf, wenn sowas nochmal passiert, das geht nicht. Dann platzt unser Laden auseinander. Ja. Das kann ich nicht, das ist einfach für den Ruf schlecht, Inhalt schlecht und so weiter. Ja. Und wir haben vereinbart, jeder Bundestagsratsauftritt muss im Senat beschlossen werden. Mhm. Und das, was man sagt, inhaltlich, muss auch vorher festgezurrt werden, damit sowas nicht wieder passiert. Hat er sich sofort darauf eingelassen und war auch sagte, ja, hat vielleicht einen schlechten Tag. Also, es war nicht so, dass er dann irgendwie martialisch durchmarschiert ist, sondern ging dann auch wieder zurück und dann war auch wieder ein paar Monate Ruhe gewesen, wenn ich es richtig erinnere. Aber das war so ein gewisses Vorzeichen einer Unkalkulierbarkeit. Wo man eben, wie Sie schon sagten, gesehen hat, da gibt es ein zweites Gesicht. Was ja, da könnte auch einen leicht starren Blick irgendwie. Ja, oder so, ne, ja. Wie heißt das, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich dachte dann auch, na gut, einmal ist keinmal. Ja. Und dann, wenn er einmal abgemahnt ist, reißt er sich zusammen. Ne? So, und dann passiert so ein Tag, wo Sie in Ihrem Büro sitzen und er hat vorher angefragt nach einem Termin oder wie macht er das? Vier Augen nee, ich hatte ihn gebeten. Sie hatten ihn gebeten. Kommen, weil es gab so einen Trouble um seinen Staatsrat, also Staatssekretäre heißen ja in Hamburg Staatsrat. Mhm. Will ich gar nicht im Detail erzählen, da gab es einmal Trouble, aber ich war der Meinung, der war nicht mehr haltbar. Nicht mehr haltbar, ja. Und darüber wollte ich mit ihm sprechen. Ich glaube, er war aus dem Urlaub zurück, ich war aus dem Urlaub zurück und da habe ich ihn gebeten, das würde darüber reden. Ja. Also das heißt, ich hätte gedacht, er wäre jetzt einfach unmittelbar in Ihr Büro gestürmt, so war es nicht. Fing auch sehr gesittet an. Fing alles sehr gesittet an, der kommt dann vorbei. Also. Redet man über Urlaub, wie war es denn, schönes Wetter, siehst ja wohl aus, schön braun, bla bla, wie das so ist. Ja. So, und dann sagen Sie ihm, wir können den... Dann habe ich gesagt, er sei nicht mehr haltbar, aus den und den Gründen. Und dann sagte er zu mir, man hat ein bisschen mal wie ein Theaterstück vor Augen, sagte er, du kannst ihn nicht entlassen. Ich sagte, wieso kann ich den nicht entlassen? Ich habe ihn ernannt, ich kann ihn auch entlassen, das ist so rechtlich völlig eindeutig. Du kannst ihn nicht entlassen. Ich sage, wieso kann ich den nicht entlassen? Und dann sagt er, du kannst ihn deshalb nicht entlassen, weil in dem Moment, wo du ihn entlässt, heute Abend Primetime, ich der Öffentlichkeit bekannt gegeben werde, dass du ein intimes Verhältnis zu deinem Justizsenator hast und der nur Justizsenator geworden ist, weil du mit ihm ein intimes Verhältnis hast, das werde ich heute Abend mitteilen. Und aus diesem Grunde kannst du ihn nicht entlassen, weil ich das heute Abend im Fernsehen sagen werde. Habe ich nochmal nachgefragt, bist du irgendwie nicht ganz kirre oder was ist hier los? Yeah. Völliger Blödsinn. Heute Abend Primetime, weiß noch wie heute. Und habe ihn rausgeschmissen, also aus dem Zimmer erstmal. Also man neigt ja dann zu, von der Backpfeife was zu geben, hätte ich gedacht, so ungefähr. Ja. Solche Unverschämtheit oder solche Frechheit. Aber ja gut, klar, das neigt man dazu. Natürlich zu, aber wahrscheinlich war der Rausschmiss schlimmer als die Backpfeife. Ja. Ich habe ihn rausgeschmissen und dann in der nächsten halben Stunde die Senatskanzlei gebeten, und seine Erlassungsurkunde zu fertigen und zuzustellen. Da gab es auch keine Diskussion mehr. Nee, überhaupt nicht.
Nee. Okay. Dann gab es die Entlassungsurkunde. Gab es die Entlassungsurkunde? Wie kriegt er das dann mit? Er ist dann wo? Er läuft dann da irgendwo? Ja, ich glaube, die ist mir in die Behörde gebracht worden, mit einem Büroboot, ist ihm die übergeben worden, überlassen worden. Und der sah im Staatsrat auch gleich, ja. So, und dann passiert ja Primetime. Er hat es ja dann wahrgemacht auf einmal. Ja, das ist nun wieder, sagen wir, politische Erfahrung vielleicht. Mhm. Wenn Sie in einer schwierigen Situation sind, und ich war auch enorm unter Druck, dann ist es immer besser, selber rauszugehen. Mhm. Denn wer den ersten Aufschlag macht, ist und diktiert im Grunde die Diktion. Die Angriffe sind in der richtigen Situation die beste Verteidigung. Ja. Und habe ich eine Pressekonferenz einberufen, eine Erklärung vorbereitet, wo ich diesen Sachverhalt geschildert habe, mit der Erklärung, auch dass es unten sei, dass er entlassen wurde und so weiter. Und mich freundlich bedankt und bin gegangen. Da war er nicht eingeladen zu der Pressekonferenz. Er war nicht eingeladen, war ja meine, nicht seine. Aber er hockte in dem Saal, wo die Pressekonferenz stattfand. Und er hatte insofern auch Pech gehabt, der arme Kerl. Er hatte an dem Tag irgendwie eine Herpes. Hatte so einen dunklen Pickel auf der Oberlippe. Riesig. Die Taz schrieb Hitler-Herpes. Ja, weil das wie so ein schwarzes Bärtchen aussah. Oh Gott, und er hatte eine grausige, weiß ich nicht, wie heute, glaube ich, schwarzes Hemd und so eine bunte Schmetterlingskrawatte an. Sah wirklich grausig aus. Das hat er selber schlecht inszeniert. Und hätte auch nicht geschlafen. Die Haare waren ganz wirr. Ja, war irgendwie völlig fertig. Völlig durch den Wind. Na gut, er wusste natürlich, was passiert. Und ich bin dann gegangen und dann hat er sozusagen das Mikrofon genommen und hat dann seine Version geschildert, die sich also durchaus mit meiner glich, aber begründet, warum er meinte, dass er zu Recht mich damit desavouiert hat. Also warum er recht habe. Und hat sich dann wirklich um Kopf und Kragen gequatscht, muss man sagen. Also, es war abenteuerlich. Abenteuerlich. Eigentlich ein Filmthema. Im Grunde würde ich für wetten. Ja. Also muss, sonst mache ich es nochmal, glaube ich. Dann, ich glaube, könnte man hübsch inszenieren. Ja, ich habe die Tage nochmal geguckt, auch wenn Sie es jetzt erzählen. Ich kann, mir läuft ein kalter Schauer runter. Das ist ja Wahnsinn. Und dann verlor er sich ja dann auch total. Völlig, auch vorher sozusagen in die verschiedenen Mikros, wo er reingesprochen hat. Ja, fing also ganz absurde Dinge zu hören. Er hätte Zeugen, die Liebesgeflüster gehört. Ja, solche Sachen. Völlig abenteuerlich. Wahnsinn. Völlig daneben. Alles. Und interessanterweise, die Pressemeute hat das natürlich auch gutiert. Die war natürlich heiß. Ne? Die hat ihm das Mikro da in den Kann man ja verstehen. Das Sex and Crime ist natürlich das Beste, was einem passieren kann. Als Journalist meine ich jetzt. Das ist eine tolle Geschichte. Ja, und dann passiert das, nicht nur das, dass er entlassen ist, dann passiert aber auch das, dass eigentlich ein bis dahin durchaus, ich sag mal, bekanntes Thema, was, glaube ich, was auch Ihre Parteifreunde alle wussten, nämlich sozusagen Homosexualität, genau. Ja, ja, ja. Das war ja bekannt, aber es ist nie von Ihnen öffentlich, wie von Wovereit zum Beispiel, so gesagt worden. Stimmt. Ja. So, es ist nie öffentlich in der Presse vermittelt worden. Und dann ist es, glaube ich, so geschehen, dass Ihr Vater, der dann auch... Mein Vater hat mich geoutet. Der Vater. Also nicht Rosa von Braunheim, wie bei Harpe Kerkeling, sondern der eigene Vater. Ihre Geschichte. Wie ist das denn dann passiert? Also gab es da nicht Telefonate? Ich mit meinem Vater, der jetzt eigentlich ein tot ist, aber wir haben ein sehr gutes Verhältnis, auch nach dem Tod meiner Mutter. Ja. Und haben eigentlich fast jeden Tag telefoniert. Er war auch ein wertvoller Ratgeber, weil er unglaubliche Lebenserfahrung hatte. Ich weiß auch noch, dass wie heute. Ich meine, war nicht mehr so spannend durch die ganze Schill-Geschichte, letztlich auf dem Tisch, aber spielt ja auch keine Rolle. Aber irgendwie rief mich jemand an am Sonntagmorgen und sagte, hast du schon die Welt am Sonntag geguckt? Ja. Ich sage, nee. Saß da mit dem Schlafanzug und schlürfte meinen Kaffee. Dann geh mal runter und hol die. Die hatte ich unten in so einem Zeitungskasten. Gehe ich da runter und da hat mein Vater so ein Interview gemacht, wo er sozusagen mein Schwulsein auch noch mit Details, in wem ich angeblich als Jugendlicher verliebt gewesen sei und so, wie, teilweise gar nicht stimmt. Da waren noch nur Kaninchen und sowas bei der jugendlichen Zeit. Da waren noch gar keine Menschen, so sagten sie in der Jugend. Ja gut, irgendwann waren noch mehr Menschen da. Hat also, auch Mitschüler später. Also, Kaninchen war ich nie verliebt. Da bin ich ganz froh. Noch eine witzige Facette. Noch witzige Facette. Nein, aber er hat das dann im Interview mit der Welt am Sonntag rausgemacht. Ich habe es wirklich vorher nicht gewusst. Unterm Strich war es gut, weil das Thema damit weg war. Ich meine, es war vorher schon klar durch die ganze Schillgeschichte. Das Witzige ist, wissen Sie, ich bin häufiger von Leuten gefragt, warum hast du denn nicht selber irgendwie? Das klingt vielleicht blöd, mich hat nie jemand gefragt. Okay. In meiner ganzen politischen Zeit, also bis danach eigentlich auch weniger, hat mich eigentlich niemand gefragt, sind Sie eigentlich schwul? Keine Bunte, keine Garde, oder kein Nix? Warum haben Sie keine First Lady oder irgend sowas? Ich hatte mir vorgenommen, wenn mich das jemand fragt, würde ich nicht lügen. Okay. Aber es hat mich niemand gefragt. Und ich habe das sehr offen gelebt. Also ich war so, als ich 20, 30 war, wurde ich kein Kind von Traurigkeit, habe das auch nie versteckt, aber dachte, mein Gott, so spannend ist es eigentlich auch wieder nicht. Ist es ja nebenbei auch gar nicht. Nee, also, auch gar nicht. Dass es eigentlich ein Thema ist, im Grunde ist es ja wirklich ziemlich wurscht, was jemand, wer wann hat Wovereit es gesagt? Ich kann das
vom Jahr her nicht mehr zuordnen. Warum? Weil wann er das gesagt hat vom Jahr? Kurz vor der Hamburger Wahl. Also ich glaube, also die Wahl war 2001 und Wovereit ist ein halbes Jahr vorher gewählt worden. Ich glaube 2000, Ende 2000 hat er das erzählt. Gab es da einen Impuls, dass Sie sagten, wenn der jetzt rauskommt, das ist ja sehr positiv. Also ich kriege jetzt ein bisschen Schreck. Ich dachte, mein Gott, wenn der jetzt damit rauskommt, dann werde ich auch gefragt werden. Genau. Aber mich hat keiner gefragt. Auch nicht. Nein, erstaunlicherweise. Ich kriegte denn, das ist immer so in der Politik, so, dann gibt es so tüdlichen Freunde, die sagen, wir haben gehört bei Springer, musst du aufpassen, da ist so ein Dossier über dich. Die Bildzeitung sammelt der Material, du weißt schon, worum es geht. Ne? So läuft das dann. Aber mach Stimmen oder nicht, weiß es nicht. Ich bin nie gefragt worden und nie damit konfrontiert worden. Aber ich finde, Sie sagen, was genau richtig ist. Es ist im Grunde gar kein Thema mehr. Es ist aber in der Gesellschaft trotzdem immer noch ein Thema. Wundert einen, ne? Also ein Sportler, sehe ich, ein Fußballer, gut, war nur der Erste da, wie ist der Hitzelsberger. Thomas Hitzelsberger. Aber im Grunde ist das so völlig wurscht und neben der Sache letztlich. Ne? Völlig egal. Wie liegt das denn? Ist das denn im Fußball? Den Ausflug möchte ich gerne machen, da ich großer Fußballfan auch bin. Wir haben in ein paar Wochen auch einen Gast, der ein Fußball, ehemaliger Fußballprofi ist. Der erste überhaupt Profi ist Thomas Hitzelsberger, auch nach seiner Karriere, nicht währenddessen hat er sich geoutet. Ist das deshalb, weil es so Testosteron geschwängert ist, weil man dort vermeintlich nicht weich sein darf, was man dem Homosexuellen sucht? Weiß ich nicht. Ich glaube auch, man muss, das Risiko ist, wenn Sie als aktiver Fußballer sozusagen sich bekennen oder das rauskommt, blöd, aber Sie geoutet werden, sich outen, haben die natürlich Sorge. Es gibt natürlich immer so Fanblogs, die relativ martialisch sind, die entweder schwule Sau rufen und so in dem Moment, wo er daneben schießt, heißt er typisch Tunte, typisch Schwule, konnte ich mit Ball umgehen und so. Und dann kommt so eine organisierte, von einer Minderheit, aber so eine organisierte Meinungsbildung, dass es für den selber eine Situation ist, mit der vielleicht nicht umgehen können. Ich meine, das sind relativ junge Leute, Anfang 20, die sind überhaupt nicht geschult, wie man mit sowas umgeht. Ich glaube, das ist mehr auch eine Rücksichtnahme auf die selber. Und von denen selber aus Angst, dass sie plötzlich an Pranger gestellt werden dafür, ist absurd eigentlich. Ne? Das haben ja Präsidenten und vom DFB und Bayern haben immer gesagt, wir sollten es nicht tun. Wir würden es keinem empfehlen. Ja. Nicht zuletzt wahrscheinlich wegen dieser... Die Fanclubs sind teilweise ganz schön hart. Glaube ich auch. Aber wüssten Sie jetzt in einem der DAX 30 Unternehmen einen Vorstand, der offen schwul ist? Ich überlege gerade. Sonst können Sie nicht das nennen. Ich weiß es nicht, aber es interessiert mich auch nicht. Ist nicht richtig. Aber ich weiß es auch nicht, woher soll ich es wissen? Also, ich will damit sagen, auch in der Wirtschaft. Es ist ja kein Geheimbund, wo man so unter sich mit geheimen Zeichen austauscht. Also, der gehört auch dazu oder so. Also manchmal habe ich den Eindruck allerdings schon so ein bisschen. Also weil ich manchmal so Gerüchte auch immer wieder höre, weil ich im PR-Bereich man sich bewegt, dass der ist, hast du schon gehört, der ist ja eigentlich auch schwul, der sich aber nicht outen darf, nicht outen kann, weil eben Fußballer, weil Wirtschaftsführer. Ja. Ich finde es doch auch prägnant, dass, außer jetzt Tim Cook in Apple, der hat es gesagt, Apple-Vorstand, Amerika immerhin. Gut, warum muss man es sagen? Also ich erwarte ja auch von Ihnen nicht, dass Sie mir Ihre Praktiken im Bett erzählen. Wo ist die Grenze? Also interessiert mich nebenbei auch gar nicht. Ja. Ich finde, was Schlimmes ist Bigotterie. Also jemand, das berühmte Beispiel, der Bischof, der im Puff stirbt. Also der Moral predigt und selber sie nicht lebt. Das finde ich doof. Oder wenn jemand, sagen wir mal, den treusäulen Ehemann mimt, einfach um die Fassade aufrechtzuerhalten und ein Doppelleben führt, dann würde ich sagen, das ist eine charakterlich schwierige Situation. Will es gar nicht verurteilen, muss er selber wissen, aber ist schwierig. Aber in dem Moment, wo jemand damit, sagen wir mal, für sich relativ locker umgeht, gibt es ja keine Offenbarungspflicht. Warum? Also nochmal, so spannend ist es ja wirklich nicht. Haben Sie recht. Es gibt keine Offenbarungspflicht, finde ich auch. Es gibt auch nicht eine Gesellschaft, die ein Recht hat, das zu erfahren. Es gibt auch keine Vorbildpflicht. Also ich weiß, so von der schwulen Community wird immer gesagt, die tüdlichen Prominenten sollten sich outen, um jungen Leuten Mut zu machen. Ein bisschen viel verlangt. Also mein Privatleben ist nicht dazu da, Mut für die Gesellschaft zu sein. Aber das ist mein Stichwort. Also Verlogenheit ist Mist. Ja, finde ich. Aber ansonsten muss das jeder selbst wissen. Aber Privatleben wäre dann nochmal mein Stichwort. Also überhaupt als Politiker, als Bürgermeister eines solchen Stadtstaates, wie sehr hat man denn dann eigentlich noch Privatleben? Kann man rausgehen? Kann man irgendwo entspannt ein Bier, einen Wein trinken gehen? Sie können es schon. Also einmal gibt es ja einen Personenschutz. Okay. Einen Polizisten, immer da. Nein, der ist eben nicht immer da. Das können Sie selber auch entscheiden. Ich habe gesagt, nur bei dienstlichen Terminen. Bin aber auch ins Kino gegangen, mit Freunden essen gegangen oder was auch immer. Ohne Personenschutz. Im Urlaub, bei manchen kommt er sogar im Urlaub mit. Können Sie aber selbst entscheiden. Ich wollte das nie. Okay. Finde nebenbei, das ist viel auffälliger, als wenn Sie allein durch die Gegend schleichen. Also wenn dann dauernd drei Leute um Sie laufen, dann machen Sie sich im Grunde erst interessant. Das kriegt ja sonst gar keiner mit. Das ist ganz lustig, wenn Sie, jetzt lässt das ja ohnehin nach, aber der Wiedererkennungswert, wenn Sie mit Schlips und Kragen rumrennen, ist ein riesiger Wiedererkennungswert. Wenn Sie mit Jeans und Hemd rumrennen, geht er um die Hälfte zurück. Weil die meisten Leute kennen Sie ja nicht persönlich, die haben das Bild, Bürgermeister, Schlips und Kragen, was weiß ich, dunkelgrau, hellblaue Krawatte, wie auch immer. Das ist so das Klischee, das Bild. Und das verbinden Sie mit der Person. Und wenn die Person anders daherkommt, erkennen Sie schon gar nicht wieder.
Aber zurück zur Frage. Ja. Nein, Sie können schon, können eigentlich alles machen. Das Problem ist eher bei Ihnen selber. Erstens wissen Sie, Sie können nicht alles machen, weil Sie natürlich unter Beobachtung stehen. Also wenn kein Auto kommt und es ist rot und Sie gehen trotzdem über die Straße, garantiere ich Ihnen, es gibt irgendeinen Bildleser-Reporter und am nächsten Tag haben das Bild mein peinlich, der macht die Gesetze und hält sich nicht dran. Oder Sie werden beobachtet, wenn Sie einkaufen, blödes Beispiel, aber stimmt, wenn Sie eine Flasche Wodka in den Einkaufskorb stellen, habe ich auch erlebt, kommt jemand, oh, Alkoholproblem? Oh, ja, aber nicht im Amt trinken. Ne? Ja, da gibt es Ärger. Haben Sie so erlebt? Ja, habe ich erlebt. Das ist aber nett, das ist ja gut gemeint, okay. Aber es versetzt ihn selber eine Art Verhaltensschere im Kopf. Mhm. Also mir ist es so auch so gegangen, dass ich am Schluss irgendwo froh war, nicht mehr wegzugehen, weil ich wusste, ich fühle mich gar nicht mehr frei in der Öffentlichkeit. Mhm. Das kann ja auch ein bisschen Psychose meinerseits sein. Mhm. Also so schlimm ist es auch nicht. Das heißt, objektiv können Sie es, aber tatsächlich müssen Sie wissen, Sie stehen eben unter Beobachtung, mhm, und die Transparenz ist gnadenlos. Ne? Sie haben ja auch mal gesagt, dass man als Bürgermeister ist man einfach ständig eine anfassbare Person für alle. Also es gibt dann auch, ja, oftmals keine Distanz. Die Leute, wobei das ja nett gemeint ist. Ja, nicht? Also wie oft Leute sagen, ich möchte sie nur mal anfassen. Und denkt man, ja gut, ja, ja, das ist schon niedlich irgendwie. Nett, und dann haben sie über die Handys und alle wollen ein Bild mit ihm machen. Was da alles gut gemeint ist, ja, ist ja alles nett. Also ich meine, das ist gar nicht überheblich. Und das gehört zum Amt. Aber das war auch für mich mit der Grund, warum ich nach 9 Jahren gesagt habe, es ist mir irgendwie es ist genug. Ist genug. Bevor wir zum Ende der 9 Jahre kommen, da haben wir noch eine andere Phase dazwischen. Die ist ja erstmal von einem unglaublichen Triumph geprägt. Nämlich dann ist genau das passiert. Sie haben unglaublich entschieden gehandelt. Wie Sie vorhin gesagt haben, Angriff ist doch die beste Verteidigung. Mhm. Und haben im Grunde diesem, Sie haben es auch genannt, ungeheuerlichen Vorgang einen sehr, sehr klaren Riegel vorgeschoben. Ja. So, und haben dadurch, glaube ich, unglaublich am Profil gewonnen. Mhm. Man könnte sagen, Sie haben sich gerade gemacht. Ich fand das auch sehr beeindruckend, muss ich sagen. Das Rückweg noch. Und jetzt gerade, wo ich es nochmal geschaut habe. Was ist dann passiert? Es ist passiert, dass Sie mit einer absoluten Mehrheit, das wird es wahrscheinlich nie mehr geben und hat es auch vorhin nicht gegeben, war schon irre, 47,6%, wenn mich alles täuscht. 0,2, nehmen wir noch die Finger mit dazu, von der FDP. Ja. Sind Sie Bürgermeister dann geworden? Was war das für ein Gefühl, was war das nochmal für ein Triumph nach dem ersten Mal, wo Sie es etwas teuer erkauft haben? Auf einmal konnten Sie alleine ohne die Stadt regieren. Was hat sich da abgespielt? Da waren Sie ja schon mal auch geprobt, Sie hatten den Bürgermeisterkurs natürlich hinter sich. Ach, das war auf der einen Seite natürlich ein großartiges Ergebnis, aber die Euphorie war für mich so ein bisschen beängstigend. Also ich sagte vorhin schon, ich bin irgendwie jemand, das ist nicht bewusst, sondern eher jemand, der eine gewisse freundliche Grunddistanz wahrt. Und ich weiß, als dann diese Wahlfeier war, die war in der Fisch-Auktionshalle, brechend voll, wirklich Tausende von Leuten. Und es war eine so hysterische, euphorische Stimmung. Alle wollten nach einem greifen. Ich weiß noch, da war ich gerade auf der Bühne. Dann kam irgendeine Frau, die wollte auf die Bühne klettern, mich im Arm. Also man kam sich vor wie so ein Popstar. Ja. Und das ist eine Rolle, die mir wirklich nicht liegt. Also im Grunde meines Herzens möchte ich mein Ding machen und in Frieden gelassen werden. Okay. Da kann man sagen, wenn du so bist, warum bist du in die Politik gegangen? Da sind auch zwei Sehnen in meiner Brust. Ich habe auch durchaus an der extrovertierten Rolle Spaß, aber mindestens die Hälfte ist eher introvertiert. Und das stürmte so auf einen ein. Und ich weiß noch heute, ich ahnte das und hatte zu meinem Fahrer, für mich bis heute auch mir ein freundschaftliches Verhältnis habe, gesagt, tu mir einen Gefallen, da hinten ist ein Hinterausgang. Fahr dahin, ich ertrage das nicht lange, ich muss da schnell wieder raus. Okay. Und da habe ich eine Rede gehalten, kurz, Leute haben geklatscht, bla, wie das so ist, ein paar Interviews gegeben und dann gesagt, ich müsste zum Termin nach Berlin und leider weg und schwupp durch den Hinterausgang sind wir dann nach Berlin gefahren. Okay. Weil man das einfach zu drückend und zu eng also und zu fette war. Bad in der Menge, was man bei den Amis so öfter sieht, das ist dann gar nicht so ihrs. Nee, ich mach das nicht so. Aber wie gesagt, ja, ein unglaublicher Triumph. Und was sagt denn dann zum Beispiel an so einem Abend die Kanzlerin? Auch die gratulieren, sind hellauf begeistert. Das und so. Aber es sind auch Profis, muss man sagen. Ne? Also die Euphorie bei den politischen Profis hält sich genauso in Grenzen wie der totale Trauer, wenn es schief geht. Okay. Sondern mit der Zeit wächst man da rein und kennt so diese Wellenschläge und so. Aber hat man denn dann in diesem Amt, wenn man dann so einen Erfolg auch hatte, intensiviert sich so ein Austausch mit einer Frau Merkel? Das schon. Ja. Wird man dort dann, oder mischt die sich eigentlich in eine Art Tagespolitik? Nee, das überhaupt nicht. Gar nicht. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich habe kein einziges Mal erlebt, dass sie sich irgendwie zur Landespolitik eingemischt hat. Höchstens, wenn ich mal eine Einlassung machte zur Bundespolitik, die sie gut oder schlecht fand, dann hat sie mal eine SMS geschickt oder mal angerufen. Berühmte SMS. Ja. aber ansonsten hat sie einen da völlig in Frieden gelassen. Auch die Frage, mit wem man koaliert. Es gab nie der Hinweis, probier es mal mit den Grünen später oder probier es nicht. Oder irgendwas hat sie dann völlig freie Hand gelassen. Also da gibt es nicht diese typischen, wenn man sich vorstellen will, zum Rapport zitierten Gespräche. Okay. Und in der Zeit gab es doch vielleicht dann auch Entscheidungen, ich habe das in dem Trailer ist kurz angesprochen, die ja de facto bis heute nachwirken auf die Stadt Hamburg, was ja grundsätzlich sehr positiv sein kann. Sie haben beides, aber ja klar, beide, ne? das ist, ja.
Ich muss das erste ansprechen, weil das ja, sicherlich noch ein großes Thema ist. Ja. Das ist natürlich die Elbphilharmonie. Ja. Ich sage Ihnen vorweg meine persönliche Meinung. Mir ist eigentlich ganz egal, was das kostet. Ich glaube, das wird ein unfassbares Gebäude und wird auf Jahrhunderte ein tolles Wahrzeichen für die Stadt Hamburg werden. Sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ja, wirklich. Danke. Cool. Ich darf das so nicht sagen, weil es dann heißt, der nimmt seine Verantwortung nicht ernst, die er hat dafür, dass es mehr gekostet hat. Aber ich bin, ich habe gar kein CDU-Parteibuch, sondern ich glaube das ganz im Ernst. Hierbei glaube ich das auch, wenn das Ding nachher, sag mal, eingeweiht ist, 2017 irgendwie, nicht 2020. Ja, wir wollen mal sehen. Das läuft jetzt ganz gut, also es läuft wirklich ganz gut. Dann werden sich, glaube ich, alle auch alle freuen. Und das ist nach wie vor war ja der Grund auch zu sagen, es war ja nicht aus dem Ärmel geschüttelt, sondern es gab ja auch Untersuchungen, sag mal, was assoziieren die Leute mit Hamburg? Welche Assoziation ist da? Und wir alle wissen, der Michel, das Wahrzeichen von Hamburg, der Hafen, ab einer gewissen Entfernung hat kein Mensch mehr ein Hamburg-Bild. Mhm. Und wenn sich Städte angucken, die international reüssieren, die es auch gut sind, Investoren anzuwerben, die irgendwie auf der Landkarte erscheinen, ist es witzigerweise immer noch so, dass es sehr mit Bauwerken verbunden ist. Also bei London haben sofort den Tower vor Augen, bei Paris den Eiffelturm, bei Bilbao das Museum, bei Sydney das Opernhaus, Berlin sogar das Brandenburger Tor. Wenn man das sieht, ist es ja kleiner, als man denkt. Das wird ja viel größer, wenn man das im Fernsehen sieht. Aber sie haben sofort eine Assoziation mit einem Bauwerk und das fehlte. Und der Grundgedanke war eben ein tolles Bauwerk, aber nicht La Polar als Bauwerk, sondern mit einem anspruchsvollen, gerade kulturellen Inhalt zu schaffen. Das war die Idee und die ist nach wie vor recht. Nebenbei, es war nur keine Alleinentscheidung von mir, obwohl sie richtig war, sondern ein einstimmiger Parlamentsbeschluss auch gewesen, die ganze Geschichte. Und fühlen Sie mit Ihrem ehemaligen Amtskollegen Wowereit mit, wenn der dort jetzt dieses Diaspora erlebt hat? Ja. Und am Ende des Tages war das ja auch sein letztes Zungenlein an der Waage wahrscheinlich auch zu gehen. Also ich glaube, für ihn ist es insofern noch blöder als für mich, weil er immer im Aufsichtsrat war. Waren Sie nie, ne? Und glücklicherweise war ich das nie, weil ich gebe ehrlich zu, ich kann keine Bauzeichnung lesen, ich kann keine Statik lesen, ich bin Jurist, woher soll ich das können? Und im Aufsichtsrat waren auch qualifizierte Leute. Also es war aber immer so das Vorurteil, ja, da hat die Politik irgendwelche Leute auf eine Fründe versetzt. Erstens war es ehrenamtlich und zweitens waren das überwiegend Fachleute, die Erfahrungen haben mit Finanzierung, mit Bauen, also keine Proportspositionen. Wenn ich mich jetzt frage, woran es eigentlich liegt, dass es so erheblich teurer geworden ist. Ich glaube, das Hauptproblem war, das habe ich aber damals nicht gesehen. Es gab eine grobe Idee, wie es aussehen soll, aber keine zu Ende geführte Planung. Aber wenn Sie mit einer groben Idee losgehen, mit einer Bauergesellschaft, versucht die auf der einen Seite, diese grobe Idee in der Konkretisierung immer teurer zu machen, als es ursprünglich war. Dann ist aber auch seitens der Politik durch einstimmige Parlamentsbeschlüsse der ursprüngliche Plan mehrfach geändert worden. Also ursprünglich sollte es ein Konzertsaal sein, dann waren es zwei, inzwischen ist ein großer, ein mittlerer, ein kleiner. Es kamen bestimmte andere Dinge dazu, das heißt, von Seiten des Auftraggebers, der Politik wurde geändert, Parlamentsbeschlüsse, und die bauausführende Firma hat auch die Chance genutzt, die nicht erfolgte Konkretisierung für Preiserhöhung zu nutzen. Und das ist im Grunde die Würze gewesen. Ist aber keine Einmaligkeit. Gibt es sowas häufiger? Trotzdem war es im Nachhinein vermutlich ein Fehler gewesen, das so anzugehen. Das ist wahrscheinlich immer schwer kommunizierbar, wenn man diese unglaubliche Preissteigerung am Ende des Tages sieht. Ganz schwer. Wo man ja das Problem ist nur, wenn Sie so verfahren hätten, wie ich jetzt nachhinein klüger gesagt hätte, hätten sie vermutlich für die Planung 2 bis 3 Jahre länger gebraucht. Und damals wurden die Leute ungeduldig. War ein SPD-Antrag, der gesagt hat, nun fang doch endlich an damit. Auch nachvollziehbar, alle wollten die Elbphilharmonie haben. Und wenn sie dann gesagt hätten, im Jahre 2004, wobei die Idee schon seit 2001 rumgeisterte, da wurden Planungen gemacht, Ausschreibungen und so weiter. Ich glaube, die Grundsteinlegung war 2005. Da war schon Unruhe, Mann. 2001 Idee, nach 4 Jahren Grundsteinlegung. Wenn sie da gesagt hätten, wir brauchen noch 3 Jahre für die Planung, die Leute wären in die Gurgel gegangen. Ne? Im Nachhinein wäre es trotzdem richtig gewesen. Ja. Aber es kommt eben viel zusammen und man ist hinterher klüger. Dann eine Form von Realpolitik. Also ich bleibe dabei, ich glaube, dass das wahrscheinlich ein sicherlich tolles Gebäude sein wird. Ich vermute, dass Sie dann auch eingeladen werden. Und, schnell ich hoffe doch, ja. Wir wären nett. Wir wären nett, okay. Ich will das nur noch kurz streifen. Zumindest noch mal Vattenfall, HIW und Asklepios. Ja. Da haben Sie irgendwo gesagt, das würde ich heute rückwirkend wahrscheinlich anders machen. Ja, unterschiedlich. Also Asklepios ist aus meiner Sicht richtig. Okay. Weil die Krankenhäuser, als sie staatlich geführt wurden, ein jährliches Zuschuss der Stadt kriegten von 100 Millionen Euro, weil die unglaublichen sowohl Investitionsstau haben als auch schlecht bewirtschaftet waren. Und da war die Privatisierung einfach ein Befreiungsschlag, um sich von diesen Kosten zu trennen. Ich glaube, das war richtig. Okay. Bei HIW ist es schwieriger. Die Haupttranche ist ja von meinem Vorgänger auf die Runde verkauft worden. Wir haben so das letzte Viertel verkauft, von dem man auch nicht mehr so viel gehabt hätte. Also wir haben da Geld in die Kasse gekriegt, aber der Vertrag ist schon damals von Sozialdemokraten vorher gemacht worden.
Allerdings einmal grundsätzlich glaube ich, dass man bei Privatisierung sehr vorsichtig sein muss. Also auf der anderen Seite gab es immer Überlegungen zu sagen, macht es doch wie andere Städte, auch teilweise SPD-regierte, verkauft die städtischen Wohnungen, 140.000, hätten sie unglaublich was in den Haushalt gekriegt. War ich immer gegen. Nachhinein finde ich es auch klug, gerade wenn Wohnungen knapp werden, ist es gut, wenn die Stadt über viele Wohnungen verfügt. Und Wohnen ist kein Marktwert. Wohnen ist zwar auch Markt, aber ist auch Heimat, Geborgenheit, Sicherheit. Das kann man nicht so privatisieren. Da haben wir es nicht gemacht. Darum glaube ich schon, dass es unterm Strich nicht falsch gewesen ist, wie es gelaufen ist. Das heißt, Sie sind mit einem guten Gefühl nach 9 Jahren gegangen? Der Spiegel ich habe ja auch Fehler gemacht. Also die Philharmonie, die Mehrkosten habe ich schon gewonnen. Letztlich sind wir mit der Schulreform gescheitert. Die Grünen und ich wollten, die CDU war ambivalent, hat mitgemacht wegen der Koalition und auch meinetwegen, aber war ambivalent. Ich glaube, es war der richtige Ansatz, weil in Deutschland das Bildungssystem immer noch unglaublich ungerecht ist, wenn sich gucken, wer studiert. Das sind überwiegend Leute aus Akademikerkreisen, während Leute gerade aus Einwanderung, aus einfachen Schichten relativ knapp gesät sind im akademischen Bereich. Finde ich nicht gerecht. Und ich glaube, dass es eine Maßnahme eine gewesen wäre, um da was zu beändern. Aber sei es drum. Aber da bin ich auch gescheitert. Das würden Sie also heute doch durchaus konstatieren, dass das ein Scheitern war? Also ich glaube, die Idee war richtig, nach wie vor, das verstehe ich. Und man kann auch an einer guten Idee, die man für richtig hält, scheitern. Finde ich auch nicht so schlimm. Nur für die Partei ist natürlich eine Katastrophe. Nicht? Sie geben ein Riesenwahlergebnis rein und dann scheitert sowas, da hört man selber auf und dann rauscht man auf 25% und noch weniger runter. Das habe ich natürlich auch nicht so gewollt. Und im Nachhinein hätte man die Schulreform vielleicht viel länger machen sollen, behutsamer und so weiter. Das war wahrscheinlich der Fehler gewesen. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, jetzt hat mal was nicht geklappt, jetzt lässt er alle so ein bisschen im Stich, so, oder? Weil das ist aber insofern ungerecht. Ich hatte schon vor der Wahl vorher, also 2008, gesagt, dass sich für mich absolut nicht feststeht, ob ich nochmal Spitzenkandidat 2012 werde. Mir war schon klar, ich mache es noch einmal und dann nicht mehr. Ich habe auch nie gesagt, ich mache das ewig und so weiter. Und eigentlich ist es, sagen wir mal, das politische Handwerk, dass sie zurücktreten, so weit rechtzeitig, dass ein Nachfolger die Chance hat, in der verbleibenden Legislatur für sich noch Statur und Amtsbonus zu gewinnen. Und so war es auch gedacht. Da ist die Koalition in die Grütze gegangen, der Nachfolger hatte auch Pech und kam einiges zusammen. Aber das hat man, oder habe ich zumindest vorher nicht gesehen. Wären Sie gerne dann in die Bundespolitik gegangen? Haben Sie darauf gewartet? Gab es Gespräche? Hat Frau Merkel gesagt, Sie können oder Sie könnten sich vorstellen, aber dann da vielleicht doch wieder doch nicht? Also so ein bisschen das Röttgen-Thema, wie ist das? Nein, man muss eins sehen, die Besetzung von Ministerposten auf Bundesebene erfolgt natürlich unter Qualifikation, aber sehr stark unter Proporzgesichtspunkten. Meinetwegen ein großer Landesverband wie Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg, die 25%, 30% der Parteitagsdelegierten haben, die haben ihren Anspruch. Die haben auch gute Leute, aber die haben auch ihren Anspruch. Hamburg oder Bremen haben da wenig zu melden, da sind sie nur auf Goodwill angewiesen. Denn eine Besetzung mit einem Hamburger bringt nichts. Das bindet zu wenig Wähler. Ja, Wähler, vor allem Parteitagsmasse, also, oder Fraktionsmitglieder. Mhm. Sondern das ist auch eine Machtfrage, logischerweise. Mhm. Wo kriege ich meine Stimmen intern her? Das heißt, wenn wäre es Goodwill gewesen, es hätte im Jahre 2008 die Chance gegeben, wenn die FDP nicht so gut abgeschnitten hätte. Ach, in der Tat, dass die FDP so gut abgeschnitten hat und damals mit 15%, ich weiß nicht wie viel, aber ein Minister mehr oder zwei gehabt hat, als eigentlich gedacht hätte, sozusagen war die Chance nicht mehr da. Der hätte es die Möglichkeit gegeben, aber die war auch nicht zwingend. Aber mit dem Gedanken habe ich schon gespielt, aber ich war dann auch nicht enttäuscht. Also das muss man wissen, wenn man Politik macht. Was wäre das für eine Position gewesen, die Sie angestrebt hätten? Nee, das möchte ich nicht sagen, ist zu indiskret. Aber das wäre eine Sache gewesen, die mich gereizt hätte. Aber dann ist es auch wegen der FDP, die hat eben gut abgeschnitten. Aber ist darum nichts geworden, mache ich niemandem einen Vorwurf. Ist auch nur bedingt ein Karrieresprung. Sie müssen nur eins sehen, also Ministerpräsident oder Bürgermeister von Hamburg oder Ministerpräsident, finde ich, ist mit dem Bundesminister ebenbürtig. Man kann nicht sagen, das andere ist höher. Wäre nur nochmal eine neue Aufgabe gewesen nach so vielen Jahren Hamburg. Das hätte mich vielleicht gereizt. Jetzt kann ich endlich nochmal wieder ein Zitat anbringen, was ich mir aufgeschrieben habe, was Sie was dazu gesagt haben. Ich hoffe, das stimmt. Besser man ist König im kleinen Reich als Narr bei Hofe. Stimmt auch, ja. Narr bei Hofe. Narr. So würde man das, so empfinden Sie das auch. Ja, darum wollte ich am Anfang auch nie in die Bundespolitik, sondern war froh, hier in Hamburg sozusagen meine Sache zu haben. Und das andere sind ja auch ihr eigener Herr. Also Berlin ist weit weg. Ne? Okay. Dann haben Sie gesagt, Sie sind ein Machtmensch, ja durchaus, haben sich für Macht auch entschieden. Ja. Das ist ja auch legitim und ehrlich. Ich finde es ja immer so wunderbar, dass man mit Politikern spricht nach ihrer aktiven Zeit, dann haben sie irgendwie keine Kreide mehr gefressen. Das ist so schön. Sonst, wenn man einen Politiker ansonsten spricht. Das kann ich, aber früher so anders war. Ich weiß, das kann ich ein bisschen wahrscheinlich. Ich glaube, sie hat irgendwo auch gesagt, man muss schon auf jedes Wort achten. Das wird natürlich alles interpretiert. Correctness ist schon. Man darf mal eben bestimmte Dinge gar nicht ansprechen. Ja, ja. Man muss immer so nach der Parteilinie auch ein Stück weit gehen. Das hört dann irgendwann auf. Das ist, glaube ich, auch befreiend, oder?
Ja, es, ne? ist befreiend. Ja. Was macht man am Tag 1, als man gegangen ist? Ist der Chauffeur eigentlich dann auch schon gleich weg? Ist alles weg. Muss man direkt dann laufen? Oder? Ja, oder ich hatte ja ein Auto immer gehabt, aber der Chauffeur ist nicht mehr da. Der ist mit Tag 1. Mit Tag 1 weg. Sozusagen jeder, der persönliche Stab ist nicht mehr da. Und sie haben auch kein Büro oder irgendwas, sondern sie sind plötzlich wieder völlig auf sich gestellt. Was, sag mal, wir sind ja keine Monarchie, republikanisch richtig ist. Auf der anderen Seite, vielleicht müsste sich jemand mal für die Nachfolger überlegen, so ein Jahr lang haben sie noch unglaublich viele Anforderungen, die aus dem Amt kommen. Also ja. Grußworte, Ehrungen nach wie vor, dass Leute ihnen schreiben und dass sie irgendwelche Artikel schreiben sollen. Und sie müssen alles alleine bewerkstelligen, was eine ganze Menge Arbeit ist. Und wenn sie kein Büro irgendwie haben aus dem Beruflichen, ist das irgendwie eine ungerechte und blöde Sache. Also es gibt Länder, ich glaube in Bayern, da haben sie 2 Jahre noch ein Büro und eine Halbplatzsekretärin. Irgendwie sowas wäre ganz hilfreich. Nicht auf Statusgründen, sondern... weil da immer noch viele Anfragen sind. Ja, es gibt viele nachfolgende Dinge einfach. Und dann haben sie irgendwelche Schirmherrschaften, die noch weitergehen und. Und das müssen sie plötzlich alles irgendwie so machen. Ist nicht so schlimm, aber das andere wäre ein bisschen fairer und anständiger. Aber ansonsten habe ich ja schon, als ich noch mal im Amt war, geguckt, was mache ich hinterher. Mhm. Und habe ja dann die Chance gehabt, bei einer Unternehmensberatung zu arbeiten, 3 Jahre lang. Und inzwischen habe ich mein eigenes Anwaltsbüro reaktiviert, habe eine Beratungsfirma und bin normal berufstätig. Und fehlt einem dann die Macht? Nein. Gar nicht. Nein. Das kompensiert man dieses. Es gibt so konkrete Dinge. Also ganz blöd, wenn Sie durch die Gegend fahren, das ist eine Baustelle, wo Sie jeden Tag vorbeikommen und keiner arbeitet. Ja. Sagt man, verflucht. Früher hätte ich die angerufen. Ach, gesagt, was ist hier nicht los? Wieso geht das nicht voran? Ja. Die Möglichkeit fehlt einem, aber jetzt die Macht oder so, nein. Das steht hier so schön, das hätte ich gerade angebracht. Also genau das habe ich schon mal gesagt. Ne? Was ist denn hier los, Leute? Ja. Macht mal was. Ja, mach mal was. Man ertappt sich ja selber, wenn man die Stadt denkt, da kann man jemanden mal anrufen. Ja, ne? Genau so ist es. Schön. Ich finde, das ist so eine der tollsten Vorstellungen als Bürgermeister, dass man im Grunde direkt ganz konkret sagen kann, Freunde, hier die Baustelle zum 100. Mal. Gut, geht natürlich auch nicht endlos. Nicht immer, ne? Aber so ein bisschen. Ja, schön. Sie sind ja ein politischer Mensch durch und durch und Sie werden das ja nicht mit dem Aufgabe des Bürgermeisteramts abgelegt haben. Nee. Verfolgen Sie jeden Tag noch die Politik? Ja, das also, Thema. Ich gebe zu, mehr Bundespolitik als Landespolitik. So witzigerweise, ich war 17 Jahre Berufspolitiker in Hamburg. Und die Dinge wiederholen sich auch. Ne? Also die Diskussion, ich glaube, neulich irgendwie gelesen, Senat plant neue U-Bahn-Strecke. Da dachte ich, witzig, das haben wir vor 15 Jahren schon mal diskutiert. Also das ist nur gemäßigt originell. Okay, und so gibt es da mal viele, gibt es viele Dinge, die Menschen vergessen haben, die sich wiederholen. Das ist ein etwas quälender Prozess. Und während so Bundespolitik, Außenpolitik, mal wegen Ukraine, Russland, Pegida, diese ganzen Sachen finde ich schon hochinteressant und denke auch drüber nach und beschäftige mich auch. Engagieren Sie sich irgendwo? Also politisch im Sinne von Stiftung, ehrenamtlich. Also ich bin einmal Geschäftsführervorsitzender der Stiftung für politisch Verfolgte. Das ist so eine Stiftung, eine kleine Stiftung, die versucht, Menschen, die in ihrer Heimat drangsaliert werden, als Journalisten oder Künstler für ein Jahr lang in Hamburg eine Heimat zu geben mit Wohnung, auch ein bisschen Geld, dass sie wieder zu Kräften kommen können und dann ihr Land zurückgehen, ihre Arbeit weitermachen. Und da bin ich Schirmherr einer Aktion, die heißt Young Migrant Talents. Da geht es darum, dass talentierte Leute mit blödes Wort, aber Migrationshintergrund ist ein beknacktes Wort, ich weiß auch kein anderes, also mit ausländischem Kulturhintergrund, dass man versucht, durch Praktika, Kooperation mit Sportvereinen, die in der Integration zu unterstützen, weil die für sich sozusagen es verdient haben, voranzukommen und für die Gesellschaft auch wichtig sind, dass sie auch gute Leute mit ausländischem Hintergrund hier haben. Und kommt es noch vor, dass ehemalige politische Kollegen von Ihnen, auch vielleicht aus der Bundespolitik, Sie anrufen und sagen, Mensch, Ole, ich hätte hier mal gerne Rat, ich komme da nicht, passiert so nicht. Nee, kein mal erlebt. Nämlich aber auch nicht übel. Gut. Also als ich im Amt war, habe ich auch keine ehemaligen angerufen. Nee. Oder dass jetzt Wovereit und Udo anrufen und sagen, sollen wir mal zusammen wandern gehen oder treffen wir uns gemeinsam und reden mal? Also mit Wovereit war ich ein bisschen schon her, aber wir haben mal lieber essen gewesen, ganz privat. Das schon, Und neulich hatte ich jemanden besucht, der im gleichen Haus wohnt wie er, habe ich im Treppenhaus getroffen, tratscht im Treppenhaus, hat uns köstlich unterhalten. Und wenn der so ein bisschen runtergekühlt ist, hätte ich ja Lust, mit dem mal wieder Bier trinken zu gehen, weil das einfach ein lustiger Geselle ist, der auch viel zu erzählen hat. Ja. Und da gibt es einige, zu denen ich noch einen ganz guten Kontakt habe, zum Beispiel der ehemalige Generalsekretär und Kanzleramtsminister Pofalla, mit dem ich eine ganz gute freundschaftliche Verbindung. Das ist ja auch nicht mehr. Okay. Simse hin und wieder auch mit der Kanzlerin. Aber das gibt es auch noch. Das gibt es auch noch, ja. Ich würde ja so gerne mal, Sie haben nicht eine SMS von der Kanzlerin gerade dabei, die man sich angucken kann. Nein, ich das ist auch selten. Das ist auch mehr persönlich so. Ja. Das war ein schöner Urlaub oder das ist nichts inhaltlich. Sowas. Ich habe das bei der Verabschiedung gesehen, ich glaube in Berlin, wo Sie vor der Presse heute gesprochen haben und dann sagten Sie noch so nett, unsere SMS-Verkehr wird natürlich bleiben. Das sagte sie auch, das fand ich irgendwie herrlich. Ja, das stimmt auch. Dass sie, immer noch, sie macht keine WhatsApp, nein, sie macht SMS, ja? Ich habe selber gar keine WhatsApp-Möglichkeit. Oh, so, ich habe so ein uraltes Handy, wo man immer telefonieren muss. Okay. Ja, wir müssen zu der entscheidenden Frage natürlich kommen. Ja. Sie sind ja quasi noch ein junger Mann. Na ja. Wenn Sie heute gefragt werden würden, würden Sie noch mal zurück in die Politik gehen? Puh.
Also Nein zu sagen wäre so überheblich, denn ein politischer Mensch. Mhm. Also eher Nein, mal so rum gesagt, weil mir erstens meine jetzt berufliche Tätigkeit viel Freude macht, die die Freiheiten gibt, die ich vorher nicht habe. Und ganz ehrlich gesagt, besser bezahlt ist. Also spielt ja auch eine Rolle. Je älter man wird, desto mehr muss man mal gucken, wie kommt man da zurecht. Darum eher nein. Okay. Auf der anderen Seite, Nacht drüber schlafen würde ich auf jeden Fall. Aber die Frage wird nicht kommen. Wenn Sie draußen sind, sind Sie draußen. Und da gibt es viele andere, die interessante Ämter haben wollen. Und da wartet keiner drauf, dass ein ehemaliger plötzlich wieder gefragt wird. Also das ist höchst unwahrscheinlich. Also kein Comeback-Kit. Nee, sehe ich nicht. Aber macht mich auch nicht traurig. Macht nicht traurig. Sie bin da freiwillig gegangen. Ich glaube, es ist anders, wenn Sie abgewählt werden oder die eigene Partei jagt, die zur Hölle, gibt es ja auch häufiger. Richtig. Dann sind es, finde ich, viele, die verbiester sind. Und die würden gerne noch mal was machen, um zu zeigen, jetzt zeige ich es allen. Ich bin ja bewusst planmäßig freiwillig gegangen. Und das ist eine andere Situation. Also wenn Sie jetzt eine Doktorarbeit geschrieben hätten, hätten gehen müssen, dann will man gerne mal wiederkommen, vielleicht an der Stelle. Verstehe. Ich finde, das ist ein schönes Ende. Die Zeit ist gerast. Mir kam es gar nicht so schnell vor wie eine Stunde. Ja, ich gucke immer auf die Uhr. Da ist eine Uhr. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mal zu uns hier zu Tide TV zu kommen und ein bisschen hinter den Politiker haben schauen lassen. Finde ich ganz, ganz prima. Ich wünsche Ihnen für alles, was da noch kommt, alles Gute und viel Freude. Vielen Dank, Ihnen auch. Danke. Und ich glaube, man kann das nur empfehlen, wenn Sie weiter sich engagieren, die politische Erfahrung, die Sie haben, und Sie irgendwo einbringen, gerade bei solchen Themen jetzt auf wie Pegida und Ähnliches, glaube ich, kann nicht schaden. Und vielleicht sieht man sich ja mal, vielleicht habe ich auch Glück, in der Elbphilharmonie irgendwann mal. Sehr gerne, ja. Vielen Dank, Ole von Beust, dass Sie heute da waren. Vielen Dank. Vielen Dank. Prima. Das ist ein langer Applaus. Super, vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir sind am Ende. Das war Königsbissen heute mit Ole von Beust. Die nächste Sendung folgt zugleich. Wir haben am 18. Februar haben wir Holger Stanislawski bei uns in der Sendung. Da werden wir auch sicherlich spannende Themen besprechen, fragen, wie es sich jetzt so anfühlt, nicht mehr Trainer zu sein, auch ein Zurückgetretener. Gucken, wie es ihm so ergangen ist. Freue mich auf die nächste Sendung, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie heute dabei waren. Grüezi in die Schweiz und Servus nach Österreich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Tschüss.